und nun Dempsey. Und wenn wir eins wissen, wenn die richtig Druck hat, wenn es so richtig um die Wurst geht, ist Helen unglaublich stark. Das ist ja unfassbar. Wahnsinn. Ja, ich glaube, hier ist Fassungslosigkeit auf ganzer Ebene. Helen Lange-Hahnenberg. The Timeless, herzlich willkommen. Wir nehmen Pferde unter die Lupe, wir nehmen sie an die Hand auf eine Zeitreise. Und heute ist unser Gast ein Hengst, der sicher besonders ist, der im Pferd über sich hinauswächst und der vor allen Dingen Helen Lange-Hahnenberg unheimlich stolz macht. 4,5 Jahre, wie würdest du die mit 3 Worten beschreiben? Eure gemeinsamen 4,5 Jahre. Atemberaubend, herausfordernd und einfach nur schön. Dempsey wickelt um den Finger, auch seine Besitzer, und zwar von Anfang an. Er kam dreijährig zu uns in den Stall und es war uns gleich von Anfang an klar, dass da was ganz Außergewöhnliches in den Stall gekommen war. Am Anfang war er ein wenig schüchtern und stand sich speziell bei großem Publikum und viel Geklatsche selbst im Weg. Er zog sich dann immer zusammen und konnte gar nicht das zeigen, was in ihm steckt. Dann haben wir ihn einfach eine Klatsch-DVD gekauft und jedes Mal, wenn wir ihn aus der Box geholt haben zum Putzen, haben wir die angestellt. Mit der Zeit konnten wir ihm so die Angst nehmen. Manchmal braucht man spannende Ideen. Jetzt kann Dempsey seinen Applaus genießen. Ich glaube, er mag es mittlerweile. Er geht total gerne in große Hallen und er steht meiner Meinung nach echt auf die Atmosphäre. 2008, das Bundeschampionat in Warendorf unter Steffen Frahm. Schon hier zeigt er seine Klasse und seine Persönlichkeit. Also ich denke, es ist schon viel Dempsey, wie man ihn heute auch kennt, aber das wird ihm nicht mehr passieren. Er ist so gefestigt in seinem Hengstsein und ruht eigentlich in sich, sodass er mal wiehert und losspringt, vor allem wenn der Reiter drauf sitzt. Das passiert glaube ich nicht mehr. Aber auch hier so in der Trabverstärkung, da sieht man schon seine Möglichkeiten und er ist halt einfach gereift über die Jahre. Er ist natürlich da ein junges Pferd, aber ich finde, das Talent ist mehr als erkennbar, vor allem hier, wenn man diesen Schritt einfach sieht, dieser Takt, dieser Fortschritt, der Raumgriff. Die Losgelassenheit dabei, man pariert durch und er metert einfach los und das macht er heute auch noch. Schritt total Dempseys Spezialität. Das sah man ja da im Ansatz schon, wie schön er sich eigentlich trotzdem aufnehmen kann und versammeln kann schon, dass es da eben kein Taktproblem gibt. Die Galopptour wird besser und besser und besser. Ich finde, man sieht hier schon auch einen sehr qualitätsvollen Galopp eben. Aber es ist natürlich jetzt im Verhältnis zum versammelten Galopp, den wir jetzt hinter dem Grand Prix haben, hat er sich natürlich unglaublich geschlossen und gesetzt nochmal, wo er einfach Tragkraft bekommen hat. Als Dempsey 14 ist, steigt Helen in seinen Sattel. Eine Herausforderung. Allen war klar, Louise, Helen und mir, dass es nicht so einfach ist, einen 14-jährigen Hengst umzustellen. Er war ja schon geprägt und musste sich jetzt an Helen gewöhnen. Das ging aber schneller, wie wir dachten. Und wir haben alle nicht gewusst, was für ein besonderes Paar wir schaffen. Ich habe ein bisschen zu Hause geübt und dann haben wir auch relativ schnell Turnier geritten, weil es einfach hervorragend funktioniert hat. Und auch so die ersten kleineren Turniere, die ich geritten bin, national, einfach mal so zum Testen, das lief spitze. Da kriegst du ja auch schon bis 75% gleich und es war fast zu einfach irgendwie, muss man fast sagen. So, das ist nicht normal gewesen, dass man ein Pferd übernimmt und dass so straight away läuft, gerade mit einem 14-jährigen Hengst. Auch Louise Leatherdale hat keinen Zweifel an dem Paar Helen und Dempsey. After my husband passed in 2015, I had a difficult decision as to what I should do with this magnificent stallion. I could sell him or I could find a match for him in an excellent rider that would help him meet this potential we knew he had. I am thankful I chose the latter and in the person of Helen Lange-Hahnenberg and we were able to find a true match. Partnerschaft statt Verkauf. Eine Ehre, aber auch eine zusätzliche Herausforderung für Helen.
Nee, eigentlich kann ich damit ganz gut umgehen. Aber war mir ganz schön, gerade Luis zu sehen. Ich habe sie auch lange nicht mehr gesehen. Und ja, es freut mich, das auch so zu hören. Und noch mehr freut es mich, dass es einfach geklappt hat. Und ja, wir wirklich so zusammengefunden haben. Und ich glaube auch, es passt mit uns. Also wahrscheinlich sind wir beide charakterstark. Und ich glaube, vielleicht haben wir uns auch ein kleines bisschen gesucht und gefunden. Aber der Dicke ist schon was Besonderes. 2016 fiel der Startschuss. Von ersten gemeinsamen Schritten auf nationaler Ebene zum internationalen Maimarkt-Turnier in Mannheim. Erster Gedanke, schönes Pferd. Ich finde, er ist einfach noch geschlossener geworden, so in der Zeit jetzt. Er hat sich so, ja, so ein bisschen positiv gelernt, vielleicht noch mehr Last aufzunehmen, vielleicht auch noch mehr Kraft bekommen. Ich glaube, dieses bisschen Geschlossene, das hat sich so in den Jahren vielleicht geformt nochmal. Die Trabverstärkung und immer noch mehr Luft nach oben. Ja, die 100% hatten wir in Göteborg, aber wie gesagt, das war unser erster Versuch. Ich bin total happy damit gewesen und das war sicherlich noch nicht alles Gold, was glänzte, aber das war schon eigentlich ein guter Start da. Also ich glaube, wir waren da 3 Monate oder so zusammen, das war schon recht schnell. Dass es jetzt vielleicht auch nochmal einen Fehler gab oder eine Unstimmigkeit, das ist völlig natürlich. Aber auch da, wie man sieht, fehlte schon noch so ein bisschen sich kennen. Und auch Prüfungen reiten ist ja nochmal ein bisschen was anderes als zu Hause reiten. Aber ich bin da schon ganz happy mit, da war viel Gutes dabei. Immer vertrauter, immer besser. Und auf Mallorca bei der Balearentour mit einem neckisch speziellen Kick. Ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Also der fühlte sich toll an und heute auch so gerade Pirouetten, würde ich sagen, wie viele 9 hat er da schon bekommen? Das ist echt, echt so mit unsere Paradelektion. Aber ich habe es auch gar nicht kommen sehen, irgendwie, dass das passiert. Aber Dempsey hat mir schon viel Akzeptanz auch noch gelehrt, einfach ihn zu nehmen, wie er ist. Und ich kann alles von ihm haben, aber er möchte halt auch was fordern eben dann dabei. Und er möchte ja auch genommen werden, wie er ist. Und er gibt viel, aber ich habe halt genauso viel zu geben und mich darauf einzustellen. Ich glaube, das trifft es vielleicht ganz gut. Und Chef sein, ja, das gefällt Dempsey, auch wenn es ums Futter geht. Ich bin Ann-Christine, die Pflegerin im Stall von Hellenanger Hahnwerk und betreue Dempsey. Ich glaube, eins unserer größten Momente mit Dempsey waren die Europameisterschaften 2017 in Göteborg, wo Dempsey nach der Mannschaftswertung an Platz 4 lag, nach dem Grand Prix. Und ich glaube, wie man sieht, sind die Bananen seine Lieblingsspeise. Die Europameisterschaft 2017 in Göteborg. Team Gold. Es war irgendwie fantastisch, dass wir es dahin geschafft haben und eben auch, ja, irgendwie, dass es schon möglich ist, auch einen älteren Hengst oder ein älteres Pferd, einen älteren Hengst noch so auf seine Seite zu kriegen und ja, auch zu motivieren und dass er so viel Freude am Turnierreiten hat. Von Göteborg nach Neumünster, dieses Mal mit Babybauch, das geht nur mit totalem Vertrauen. Ja, ich war auch schon ganz schön rund, wenn man das mal so sieht jetzt. Der war so toll da auch weiß ich auch nicht, wie der mitgekämpft hat und mir geholfen hat und die dicke Mutti da durchgetragen hat, das war schon echt toll. Es ging nicht mehr auf jedem Pferd so gut, aber auf dem habe ich irgendwie es nicht mal gemerkt, dass ich irgendwie schwanger war und obwohl ich so dick schon war und ich habe wirklich eine Sekunde gedacht, ach komm, wir reiten einfach weiter, aber die Vernunft hat gesiegt und ist wahrscheinlich auch gut so, aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass es nicht zwischendrin in den Fingern gejuckt hat. 4 Wochen nach der Geburt ist Helen mit Dempsey wieder am Start. Und wie? Als bestes deutsches Paar im Nationenpreis in Aachen 2018. Ein mega Comeback. Also ich hatte immer so ein bisschen geliebäugelt, vielleicht in Aachen die E-Tour reiten zu können, dürfen, weil wir auch gute Vorerfolge hatten. Und ich wusste aber auch nicht, klappt das alles, klappt das nicht? Bin ich fit, bin ich nicht fit? Ist Dempsey fit nach der Pause oder nicht? Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, nach 5 Tagen wieder geritten und die ersten 2 Tage habe ich gesagt, das schaffe ich auf gar keinen Fall. Und am 3. Tag, das weiß ich noch, war mein Trainer auch da. Ich habe einfach nur so ein paar Runden herumgetrabt in meiner Jeans, weil was anderes passte mir ja nicht. Und
Da habe ich zu ihm gesagt, ich so, weißt du was? Ich glaube, es geht. Ja, dann war ich irgendwann zum Training bei Monika und da hatten wir dann so geritten und dann sagte sie mir auf einmal, dass ich eben nicht die I-Tour reiten würde, sondern die O-Tour. Und da habe ich doch mal eine Sekunde Schnappatmung gekriegt. Es ist natürlich auch irgendwie ja schon ein bisschen Verantwortung dabei und 2,5 Wochen reiten, bevor man in Aachen Nationenpreis reitet, ist jetzt auch nicht furchtbar viel. Ich war einfach so stolz auf dem See, was der da abgezogen hat und wie der mir geholfen hat. Und das ist schon unvergessen, echt. Dieser Ritt von Helen und Dempsey, das Wunder von Aachen, das Publikum tobt, Dempseys Besitzer überwältigt. Also ich glaube, Savannah hat ein Turnier mal nicht dabei, aber ansonsten wüsste ich nicht, dass sie mal nicht dabei war. Die sind also Maya, Sir Jens und Susanne sind eigentlich wirklich immer dabei. Ich war selber halt auch total geflasht und doch, das hat mich schon ein bisschen stolz gemacht. Auch irgendwie trotz dieser bisschen schwierigen Situation vielleicht oder unsportlichen Situation so elementar zu diesem Nationenpreis-Sieg auch beitragen zu können und so eine Leistung da in Aachen abzuliefern und schon irgendwo auch zeigen zu können, irgendwie man kann auf uns zählen und das hat mich schon stolz gemacht. Aber auch eben Dempsey einfach. Das ist einfach dieser Charakter, der ist am Ende, also positiv gemeint, unberechenbar. Er hat einfach ein Eigenleben. Er ist wirklich ein Lebewesen und das trifft sie einfach. Und man muss jeden Tag nehmen, wie er kommt. Und hat an diesem Tag einfach, weiß ich auch nicht, ich glaube, er wusste es irgendwie und er wusste, dass er mir helfen musste. Und ja, das hat er dann halt gemacht. 2019, das Weltcupfinale in Göteborg und Dempseys ganz besonderer Schlussspurt. Seeing them go down the center line at the World Cup in Sweden was memorable. Ich war mir zwischendrin nicht sicher, ob ich ihn zum Halten kriege. Ich habe zwischendrin gedacht, ich muss abwenden, ich stoppe ihn nicht. Der war im ersten, also der Mitteltrapp, ich habe ja starken Trapp, Piaf, Pirouette, starken Trapp. Und im ersten starken Trab hatte ich schon das Gefühl, der will aber. Dann haben wir das aber irgendwie noch geregelt gekriegt. Und dann dachte ich eigentlich wirklich, ich habe ihn. Und dann fing das Publikum an zu klatschen. Und dann war Dempsey, es fühlte sich an so ein bisschen wie, ihr wollt mich, ihr kriegt mich. Und dann hat er aufs Gas getreten und ist um sein Leben getrabt. Und ich finde auch für eine 10. Aber ja, ich musste ja wie die Notbremse ziehen, muss man leider wirklich sagen. Ich wusste nicht, wie ich stoppe. Und es war auch also Maßarbeit von Dempsey. Ich glaube, wie viele Zentimeter waren noch zwischen Viereckbegrenzung und seinen Vorderhufen? 5 bis 10 Zentimeter? Ich glaube, mehr war da nicht. Und am besten, muss ich sagen, fand ich seinen Gesichtsausdruck hinterher, wie er da steht und guckt lammfromm und sagt, was habt ihr denn? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe richtig schön zugelegt und habe brav hier angehalten. Nicht zu stoppen war Dempsey auch in Neumünster 2020. Trotz seines inzwischen reifen Alters. Was mich einfach fasziniert, er ist 18 Jahre und ganz ehrlich, wenn man ihn so sieht, der wird doch auch für 12 durchgehen. Und auch was sein Ehrgeiz, was er fühlt sich keinen Tag an wie ein altes Pferd und der bringt mich immer wieder zum Staunen. Und dieser Ehrgeiz, dieser Elan, wie er jedes Turnier wieder einfach Lust hat zu gehen und dabei zu sein. Und je mehr Leute, umso besser. Und wie geht's weiter mit Helen und Dempsey? Das war schon irgendwie ja, ein Ziel, ein Wunsch, vielleicht es irgendwie nach Las Vegas zu schaffen und da nochmal das Weltcupfinale reiten zu können. Und dann, ich weiß es nicht, ich habe es heute noch gesagt beim Reiten, ich bin losgetrabt, habe gesagt, das ist doch, du kannst doch ein Pferd, was so gut drauf ist, was so locker ist, was so lostrabt, was so eine Freude irgendwie auch hat, nicht mehr reiten irgendwie. Also nur weil auf dem Papier diese Zahl steht, 18. Dempsey, ein Hengst, der fasziniert. Nicht nur seine Reiterin Helen. This stallion has such heart and such determination to succeed. I find all his offspring have this very same heart. He is a stallion, I think we will remember for many years to come. Helen, ich glaube, Luise spricht dir aus der Seele. Das ist ein Hengst, den wir für viele, viele Jahre in Erinnerung und im Herzen behalten werden. Ich glaube, wir haben gehört, dir geht's genauso.
Wir haben am Anfang angefangen, wie du die 5 Jahre zusammen, 4,5 Jahre zusammen mit ihm zusammenfasst. Was ist das, was du aus der Zeit am meisten mitnimmst? Oder anders, was hast du von Dempsey gelernt? Unfassbar viel. Es ist auch ganz schwer, in Worte zu fassen. Aber ich glaube, Akzeptanz ist wirklich nochmal ein Wort, was ich gelernt habe. Und man kann ganz viel verändern als Reiter, aber eben nicht alles.